So, entschuldigt für die kleine Störung. Machen wir halt A und B. Ja, ist halt so. So ist das Leben. Nehmen wir noch ein Stückchen Kuchen. Und einen Schluck Kaffee. Prost. Super. Ölen wir gleich die Stimme. Ja. Brille. Man gönnt sich ja sonst nichts, meine Kleinen. Nein, auch in Zeit. Heute muss ich ein paar Päckchen packen und vorbereiten und noch ein paar Message lesen und beantworten. Und dadurch, dass ich ja gestern so eine Art Eschwege-Verkauf hatte, muss ich dann, dass ich morgen dann die Post machen kann. Genau, so 54. Also, das kennt ihr ja, das Spiel. Na? Einfach so hier wie so ein Kreuz. Ne? 1, 2, 3. Fünf, das haben wir ja schon gelernt, ne? 8, 9, 10. So, die anderen mache ich dann mal schneller, ne? 11 haben wir hier. 12, 13.49, 50 und noch 4. 1, 2, 3, 4. So, wenn ich dann immer so einen langen Faden habe, dann mache ich meistens dann immer so einen kleinen lockeren Knoten rein. Weil mir ist schon passiert, dass ich den verstrickt habe, statt den normalen führenden Faden. Ja, auch schon passiert. Kannst du dann alles nochmal aufmachen. So, und jetzt strickt man 2 rechts und 2 links. Das haben wir ja schon gelernt, ne? Genau. Eins. Zwei rechts. Und eins. Zwei links. Zwei rechts. Und vor allem ist es schön, beim Stricken, das entspannt einfach. Wenn man jetzt nicht Stress hat, dass man sagt, man muss fertig werden. Ja. 2 rechts. Ups, Salatski, da habe ich nicht alle Fäden mitgenommen. Da müsst ihr auch aufpassen, sonst schaut es sehr unschön aus. Weil das passiert manchmal bei den feineren Garnen. Und zwar, wenn die nicht richtig gedreht sind, sondern bloß so ganz leicht verzwirnt. Ja, wenn man die so auf, so rum, seht ihr das? Ja, dann sieht man die ganzen einzelnen Fäden. Ne? Und die sind nicht so stark verzwirnt. Und dadurch kann es passieren, dass man mal so einen einzelnen Faden erwischt und den nicht richtig mitstrickt. Und das schaut katastrophal aus. Da muss man schon mal ein bisschen aufpassen. 2 links. 2 rechts, 2 links und 2 rechts. Die erste
Reihe ist immer ein bisschen bescheiden. Zwei links. Ja, Übung macht halt den Meister, ne? Zwei rechts. Zwei links. Und zwei rechts. Da müsst ihr von vornherein vorne den Faden durchholen. Bei rechts. Und bei links muss man den Faden nach vorne legen. Und vorne durchziehen. Von vorne nach hinten. Und bei rechts muss man den von hinten nach vorne holen. Ja. Zwei rechts, zwei links. Schaut dann bitte nochmal nach, weil ich mir ist es auch oft immer schon passiert, dass ich drei rechts hatte oder drei links. Da müsst ihr dann entweder nochmal alles aufmachen. Oder ich habe auch dann schon zwei Maschen zusammengestrickt, so dass ich halt dann bloß zwei rechte oder zwei linke hatte. So. Heute bin ich nicht multitasking fähig, also sprich, wenn ich quatsch und strick, geht nicht so gut, ne? Zwei rechts, zwei links. Muss da mal aufpassen, dass der Faden ordentlich mitgeht. Aber bei uns wird draußen gebaut, ich weiß gar nicht, ob ihr das hört. Hey, ein Gerotter, ist glaube ich eine Rüttelmaschine. So, die Arbeit umdrehen, ich schlafe gleich ein, gell? Das entspannt. So. Also das schaut jetzt so aus, das Gestrickte. Sieht man noch nichts weiter, ne? So, wenn wir mal zwei, drei Reihen gemacht haben, dann sieht das schon wunderbar aus. Leider habe ich jetzt nichts vorgestrickt, sonst hätten wir gleich weitermachen können. Aber wie lange werden wir denn das jetzt machen? Ich halte mal mein Baby an, den Zaum. 2 cm. Ja, so 2 cm machen wir den Zaum. Ich schreibe mir das gleich auf. Den stricken wir jetzt zu 2 cm. Das könnt ihr ja auch machen, so ein Heftchen, dass ihr das genauso macht wie ich jetzt, ne? Dass man dann sagt, wenn man wieder sowas hat und man möchte das nachstricken, dann braucht ihr das erst ausrechnen und machen. Da könnt ihr das gleich nachstricken. Aber bitte vergesst nicht, eure Nadelzahl aufzuschreiben, was ihr da benutzt habt, weil dann könnt ihr böses Erwachen haben, wenn ihr dann eine stärkere oder eine dünnere Nadel nehmt. Das passt nämlich dann nicht mehr. Ja? Also wieder zwei rechts, zwei links. Das ist eigentlich immer das Gleiche. Zwei rechts, zwei links. Das seht ihr dann schon, ne? Die linke Masche schaut immer aus wie so eine Perle. Das da, so eine Perle, ne? Und die rechten sehen so aus. Aber das habt ihr bestimmt schon gesehen, ne? Wo ihr dann den Kurs, den Anfangskurs jetzt mitgemacht habt. Deswegen sieht man auf der anderen Reihe dann, wie man das stricken muss. Zwei rechts, zwei links. Ja, denn wo ich in Eschwege war, wo, wie gesagt, ich glaube, das habe ich schon gesagt, dass auch der Strickkurs gut angekommen ist, weil das haben mir ein paar Mutis gesagt, sonst hätte ich, glaube ich, groß nicht weitergemacht. Gut, ich hätte es noch das beendet mit diesem Abketteln. Aber gut, da können wir ja weitermachen mit dem Stricken, weil es macht mir ja auch sehr viel Spaß und vor allen Dingen auch mal neue Sachen auszuprobieren. Ne? Zum Beispiel habe ich auch schon mal so ein Outfit gemacht mit solchen schönen Noppen. Ja, ist aber schon eine große Hausnummer, ne? Mit den Noppen. Da muss man dann die Maschen auf so ein extra Stück dann tun und dann. Aber ich habe das immer, glaube ich, mit der Hand festgehalten. Ja, das ist nur für die Geübten. So. So schaut das jetzt aus, ne? Ich glaube, ich brauche auch nicht mehr lang. Ich glaube, ich brauche jetzt bloß noch zwei Reihen. Und dann stricken wir glatt. Zwei rechts, zwei links. Ja, da dürft ihr euch nichts denken, wenn ich da so schnell stricke, aber ich
ist ja schon so ewig lang mit dem Stricken. Das mache ich schon von klein auf. Ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn? 5? 6? Da, wo wir in die Schule gekommen sind, glaube ich. Und die Barbie-Puppen, wann habe ich denn die gekriegt von meiner Tante? Die Barbie-Puppe, die erste. Die hatte sogar noch Perücken verschiedene. Ah, die war schön. Da habe ich so, nee, gehäkelt habe ich nicht gestrickt. Stricken habe ich nicht so gern gemacht. Ich habe sehr viel gehäkelt als Kind. Mit Stricken hatte ich nichts am Hut. Richtig Stricken angefangen, also größere Projekte habe ich dann, da war ich schon, ich glaube 16 oder 17. 16. Da habe ich dann Stricken angefangen. Ich häkel eigentlich lieber als Stricken, aber Stricken schaut natürlich so schön aus. Ne? Da kann man so viele tolle Sachen machen. Hm. Ja. So, jetzt können wir schon mal messen. Ja, schaut mal, wie schick. Ja, können wir schon mal messen. Dann sehe ich auch, wie viel Maschen ich ungefähr habe, wie viel Reihen ich noch brauche. 2 Reihen haben wir schon mindestens noch. So, bevor ich das jetzt alles mache, also wir haben gesagt, 2 cm macht er, 2 rechts rein. Gut, ich mache das noch mit euch, weil das ist blöd, wenn ich jetzt aufhöre und dann bloß wegen dem Stückchen dann noch einmal. Ja, da müsst ihr halt vorschieben, das Ganze. Ne? Ja, da müsst ihr das halt vorschieben. So, und dann machen wir nämlich glatt. Und dann machen wir 2 oder 3 Reihen glatt und dann machen wir nämlich schon die Umschläge rein. Genau. Oh, ich habe letztens einen Bericht gesehen, da haben dann, ich weiß gar nicht, wie das Stübchen hieß und wo das war. Und zwar ist da ein Mann auch aufs Stricken gekommen, weil ja Stricken eigentlich was Schönes ist. Und die haben da Schals gemacht, habe ich gesehen, wunderschöne Sachen. Und die haben echt tolle Sachen gestrickt, die Männer. Hm, kann man nichts sagen. Also es ist nicht nur für Frauen. Und dann habe ich auch gehört, dass, glaube ich, früher auch nur die Männer gestrickt haben. Tja. Hm. Das hat mir echt gefallen, dass all die Männer stricken. Weil das ist wirklich was Beruhigendes. Und es wird was. Das ist das Schöne. Das wird was. So, dann messe ich noch mal hin. Eine noch. Ich glaube, der hat jetzt ein wenig abgedunkelt, ne? Da geht auch schon in Ruhezustand hier. Ich muss bloß dann zuschauen, weil meine Kleinen gleich kommen. Aus der Schule. Da kommt nämlich dann der Bus. Meine kleine Musik holen. Meine kleine Musik. Also wie gesagt, 2 rechts, 2 links. Ganz schnell gelingt. Das ist jetzt die letzte Runde. Ich sage euch auch, wie viel Reihen ich gemacht habe. Das ist natürlich, ja gut, gelb kann man Buben auch anziehen. Ne? Weil wenn du gelb mit grün ein bisschen bestückst, machst du halt eine grüne Schleife rein. Schaut bestimmt auch schön aus. Und da macht man dann so einen schönen Body dazu, so einen Spieler. Gell? Mit einem Umschlag obendrein. Das sah doch bestimmt süß aus. So einen niedlichen Spieler. Aber da müsst ihr dann auch mit Lernen zunehmen und abnehmen. Hm, das haben wir nämlich noch nicht gelernt. Ja, da müsst ihr dann mal zunehmen und abnehmen. So, und dann hoffe ich mal, dass ich das mit der Einstellung, das muss ich mal schauen, wie ich das euch am besten zeigen kann dann, weil so seht ihr das ja immer von hinten und nicht von vorn. Normalerweise müsste ich mir ans Latzel hängen, dass ihr das richtig seht. Hm, hm, hm. Da hat mir wer geschrieben. So. So schaut es jetzt aus. Jetzt haben wir unsere 2 cm. Genau. Und da habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Reihen gestrickt. So, und jetzt stricken wir glatt. Das heißt, die vordere Seite rechts und die hintere Seite mit linken Maschen. Dann bekommen wir dieses glatte Bild. Das haben wir auch schon gelernt, ne? Hier dieses glatte von rechts, Rückrunde links.
Also, dann machen wir die erste rechts. Von rein durchziehen. Von rein stechen, den Faden von hinten vorholen. Von rein stechen, den Faden von hinten durchholen. Ja. Ich habe nicht auf Schnelltaste gedrückt, das ist so. So. Gell. Eigentlich brauche ich gar nicht hinschauen, aber bei dem Faden muss man schon manchmal hinschauen, weil, wie ich euch das gesagt habe, dadurch, dass es nicht so stark verzwirnt ist, passiert es natürlich, dass das unschön werden kann, wenn man sie nicht richtig durchziehen kann, sondern bloß die Hälfte der Fäden durchzieht. Und ja, da muss man es nochmal aufmachen. Muss man einfach nochmal zurückgehen. Es geht eigentlich auch relativ leicht. So, seht ihr das, dass es hinten dann die linken Maschen werden? Und vorne habe ich glatt gestrickt. So. So ist das. Genau. Und dann machen wir die Umschläge rein für das Bändchen. Genau, jetzt stricke ich links. Da muss man den Faden vorne liegen lassen und zieht den Faden von vorne nach hinten durch, ne? So, und nach hinten durch. Ist gerade umgedreht. Und dann entsteht vorne dieses schöne glatte Muster. Wenn ich jetzt aber eine Rundstricknadel habe, dann brauche ich nur rechts stricken, weil es nur rundherum geht. Ja. Aber wie gesagt, kommt halt drauf an, wie lange wir dann den Strickkurs machen, wie weit wir da gehen zusammen. Muss erst mal schauen, es ist ja auch für mich eine Zeitfrage. Weil ich werde dann auch gleich für die Kleinen den Joghurt anrühren, was dann nicht zu kalt ist. Aus dem Kühlschrank. Ja, die werden dann auch Schluss machen, die Arbeiter da draußen. Da ist gleich mal Ruhe. Meine Wäsche muss ich noch machen. Und wie gesagt, Post muss ich noch machen. Da werde ich heute Abend, bis heute Abend wahrscheinlich nicht fertig werden. Der Rest werde ich dann morgen früh noch erledigen, dass ich dann die Post noch wegschaffen kann. Dass die Muttis, die schon bezahlt haben, ihre Babys gleich kriegen, ne? Genau. So. Psalatski. So. Jetzt sieht man schon die glatten Maschen. Und hinten dann diese, sieht aus wie kleine Perlen. Jetzt müssen wir erstmal schauen. Die Hälfte wären dann 25, 27, 27 Maschen. Und zuvor müssen wir natürlich machen. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8. 10, 12. Bei 18. Bei 18 würde ich sagen. Machen wir den ersten Umschlag. Aufschreiben. 18. 18. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Genau, 18, Umschlag und die zwei Maschen einfach zusammenstricken. Mehr braucht ihr nicht machen, bloß in zwei Reihen vorne statt in der ein und rechts stricken. Und jetzt nochmal das gleiche, nochmal ein Umschlag und nochmal zwei zusammenstricken, so, dass ihr gleich nacheinander zwei Löcher habt. Und das sind die Löcher, da ziehen wir dann die Schleife durch. So, und dann strickt er jetzt einmal die vordere Seite rechts, die hintere links. Und das sage ich euch gleich, wie weit, weil da müssen wir abnehmen, damit wir die Kopfform schön,
Die Mütze schön. Man muss es nicht unbedingt machen. Da gibt es Mützen, wo man oben dann auch wieder so eine Schleife durchzieht. Und da brauchen wir dann bloß oben abkitteln. Aber wir machen ja so schöne Zwergi-Mütze, wo wir dann so einen kleinen Knoten reinmachen wollen. Ne? Genau. Das sind so meine Lieblingsstücke, die ich euch da zeige. Die stricke ich so liebend gerne, die Sachen. Also seht ihr, ne? Das sind die. Und das dürfte dann beim Baby ungefähr so dann hier sein. Ne? Die Schleife. So, dann messen wir mal, wie weit ihr stricken müsst. Und dann machen wir weiter mit dem Abnehmen. Das machen wir dann wieder zusammen. Und zwar, Mützchen, komm mal her. Ab wo. Also hier. Das brauchen wir nämlich gar nicht lang machen. Insgesamt machen wir das 5 cm, mehr nicht, ne? Also 5 cm insgesamt, ne? Also sprich, hier unten 2 und hier oben 3. Weiter machen wir mal nicht, ne? Genau, schreiben wir mal 3 cm hin. Und zwar hier. Gell? Also hier 2 cm und hier Stück 3 cm, weil hier oben, das kann ich euch mal anzeichnen, wird dann die Mütze reduziert. Dann nehmen wir dann ab. So, ab da. Gell? Also dann kommt das nächste Video mit der Mütze demnächst. Und ich stricke das dann auch noch hoch. Weil ich habe noch ein anderes Projekt, was ich noch machen muss. Und wenn ich das dann habe, dann machen wir den nächsten Teil. Gell? Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Und letzten Endes, wenn ihr das alles ziemlich gut kennt, könnt ihr auch ganz alleine eure eigenen Projekte machen. Das sind Sachen, die habe ich mir alle ausgedacht. Ich stricke eigentlich ganz selten mit einer Strickschrift. Das mache ich nur, wenn ich unbedingt jetzt was Bestimmtes haben möchte. Oder die Muster. Die Muster. Aber ansonsten stricke ich meine Sachen selber. Und die mache ich nicht anders als das so, wie ich euch das zeige. Ne? Kann ja passieren, dass einmal das erste Teil nicht so toll wird, ne? Aber dann sehe ich genau, wenn ich dem Baby das anziehe, halt, da musste mehr Maschen nehmen, da musste eher abnehmen und von daher ist das erste Stück halt das Bruttostück und das zweite ist dann das Originalstück und wenn es dann passt, dann nehme ich das in meiner Liste mit auf, schreibe mir das auf. Das, was auf der Panderole steht, wie ich euch schon gesagt habe, schreibe akribisch auf, welche Nadel ich benutzt habe und wie viel Maschen und so weiter. Und so wie ihr das auf meinen Zettel gesehen habt, so mache ich das. Und dann könnt ihr das nämlich immer wieder nachstricken. Das ist das Schöne, wenn du sagst, ach, ich möchte wieder so ein Mützchen machen, bloß in Mint oder was weiß ich, dann könnt ihr das wieder machen. Gell? Denn wenn man einmal die Strickschrift hat, dann hat man sie. So schnell geht sie nicht verloren. Also dann, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ja, dass ich euch wieder mitgenommen habe, Entschuldigung. Das ist immer noch mit dem dämlichen Husten. Aber naja, wird schon mal werden. Oh weh. Naja, vielleicht ist mein Immunsystem noch nicht so auf Vordermann nach den Impfungen. Weiß man nicht, wie das alles sich verhält. Okay? Also dann, sag mal tschüssi, Karlchens. Karlchens, Karolinchens, ne, tschüssi, 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 bis zum nächsten Mal. Ne, dann nehmen wir sie wieder mit, ja. Jetzt muss die Inni erstmal ihre Eschwege-Babys verkaufen und den Mamis schicken, die kleinen Seelendrüsterchens. Gell? Also dann, macht es gut.